Heute vor 60 Jahren wurde die erste Saison der neu gegründeten deutschen Fußball-Bundesliga der Männer angepfiffen. Norbert Kunze. Guten Tag, verehrte Sporthörer. Zum ersten Mal treffen wir uns zu dieser Stunde und auf dieser Welle, um Ihnen vom deutschen Meisterschaftsfußball zu berichten. August 1963. Seit über 6 Jahren kämpft der Deutsche Gewerkschaftsbund um die 5-Tage-Woche in der Bundesrepublik. Weniger Überstunden, mehr Familie. Die Kampagne lautet: Samstags gehört Fatih mir. Doch dann kommt die Bundesliga. Heute beginnen die Spiele der Bundesliga und wir sind mit unseren Mikrofonen in Gelsenkirchen beim Spiel Schalke gegen den VfB Stuttgart, in Bremen beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund und in Münster bei der Begegnung Preußen Münster gegen den HSV dabei. Zwischendurch hören Sie viel Musik und von den übrigen Fußballplätzen die Zwischenresultate. Fatih gehörte fortan dem Radio und der Echtzeitübertragung aus den Fußballstadien. Vorzugsweise beim Autowaschen erklang zu Werner Müller und dem Rias Tanzorchester Sport und Musik vom Westdeutschen Rundfunk. Am Mikrofon Kurt Brumme. 279.000 Zuschauer sind zu den ersten 8 Spielen der Bundesliga heute gekommen. Den Rekord schießt das Spiel Hertha BSC gegen den 1. FC Nürnberg in Berlin ab. 50.000 Zuschauer. Es gibt einige Beispiele dafür, wie gesellschaftliches Leben mitsamt der alltäglichen Abläufe durch das Fernsehen verändert wurde. Die 2015-Tagesschau gehört gewiss dazu. Vielleicht das aktuelle Sportstudio im ZDF, zu dessen Premiere Heribert Meisel die Zuschauer am Abend erstmals begrüßte, oder die damals eigens auf den Samstag verlegte Sportschau in der ARD. Zum Gründungsmythos der Bundesliga gehört, dass es den Männern, und es waren auch schließlich Männer, darum ging, den deutschen Fußball international ebenbürtig zu machen. Denn seit dem Triumph bei der Weltmeisterschaft 54 hatte man keinen Blumentopf mehr gewonnen. Der europäische Vereinsfußball wurde von Teams aus Spanien oder Italien beherrscht. So beschloss der Deutsche Fußballbund am 28. Juli 1962 die Einführung der Bundesliga. Und nun noch einmal zu unseren Spielen. Und zwar Werder Bremen gegen Borussia Dortmund und Preußen Münster gegen den HSV. Hallo, Toni Kahl, bitte melden. Und in diesem Augenblick hat bei uns die 2. Halbzeit begonnen. Das erste Tor fiel jedoch in Bremen. Genauer, es war schon gefallen. Nach 58 Sekunden. Und es blieb nicht das einzige. Reporter Helmut Poppen. Und uns interessiert jetzt zu wissen, ob sich nach dem 1:1 in Bremen noch etwas getan hat, Helmut Poppen. Ja, das kann man wohl sagen, denn aus dem 1:1 bei der Halbzeit ist inzwischen ein 3:1 geworden. Sie hören die Ansage. Seit 60 Jahren liefert die Bundesliga nun unzählige Geschichten. Darunter Skandale, Triumphe, Tragödien und immer wieder die Bayern. Rekordmeister München musste jedoch zunächst dem Lokalrivalen 1860 den Vortritt lassen und gehörte somit nicht zu den Gründungsmitgliedern, von denen heute noch Frankfurt, Stuttgart, Köln, Dortmund und Werder Bremen erstklassig spielen. Man wird hier noch anspielen lassen, zweifellos. Derzeit ist die Bundesliga wieder dort, wo sie einst begann. Denn die deutsche Nationalmannschaft steckt seit ihrem letzten Titel in der Krise und der internationale Vereinsfußball wird von Teams aus Spanien und England beherrscht. Und mittlerweile gehört Fatih auch am Samstagnachmittag wieder häufiger der Familie, da der einheitliche Spieltag der Fußball-Bundesliga um 15:30 Uhr zerpflückt und entwertet ist, 60 Jahre nach seiner Premiere.